Herr Baumeister, 1-1 gegen den Wiener Sportclub. Was ist Ihr Fazit vom heutigen Spiel? Im Großen und Ganzen muss ich sagen, war es ein gerechtes Unentschieden. Erste Halbzeit haben wir mehr vom Spiel gehabt, waren wir die bessere Mannschaft, zweite Halbzeit Sportclub. Es war insgesamt ein sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften, hohes Tempo drin, viel Zweikämpfe. Also wie gesagt, ich bin nicht unzufrieden mit dem Punkt. Sportclub ist eine gute Mannschaft und wir haben ganz gut dagegen gehalten. Wir haben eine super erste Halbzeit gesehen. Mansfeld wirklich sehr gut gespielt, auch dann das in der 42. Minute das Tor gemacht. Was ist aber dann nach der Halbzeit passiert? Mansfeld kam nicht mehr wirklich rein ins Spiel, irgendwie, haben wir das Gefühl gehabt. Es ist klar, dass dann Sportclub mehr riskiert, mehr noch offensive, ein paar offensive Spieler reingehauen, dass aber Ausgleich gespielt haben. Wir haben leider Gottes dann nicht mehr vorne den Ball halten können oder die richtigen Bälle für ihn gespielt. Haben sie zu viel verlegt aufs Defensive, sondern müssen auch mehr nach vorne machen. Und dann hat man halt heute gemerkt schon, dass uns der Endrum Max gefällt hat. Weil der hat bis jetzt immer ein Goal gemacht in das Spiel und mit dem war das vielleicht eine andere Geschichte. Aber wenn und aber, er hat nicht gespielt, können wir sich nichts zum Kaufen. Aber wie gesagt, wir haben leider dann einen Fehler gemacht, dass wir sie zu weit zurückfallen haben lassen, zu wenig noch vorgemacht haben. Und durch das haben wir einen Druck von Sportclub zulassen. Und im Großen und Ganzen, wie ich schon gesagt habe, kann ich nur wiederholen, was ein gerechtes Unentschieden. Wie fanden Sie heute die Stimmung? War ja einiges los heute. Wie fanden Sie das Ganze? Sehr gut. Es war nicht schlecht, wenn das jede Woche so war. Aber die meisten Mannschaften haben nicht so einen Anhang wie der Sportclub. Man muss ja sagen, der Sportclub ist ein größter Zuschaueranhang. Aber ein sehr faires Publikum. Und das ist, was ich auch beneide, auch wenn man bei einer spielt. Die sind immer fair und akzeptieren die Leistung vom Gegner. Und die Stimmung war gut. Ein bisschen Einnahmen war für den Verein auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, das könnte man jedes Heimmatch schon haben. Aber leider ist es halt nicht immer so, dass ein Sportclub kommt, sondern andere Gegner. Abschließende Frage: Wir haben den Cheftrainer von der Austria gesehen, Manfred Schmidt. Hat er heute gescoutet oder hat er sich Tipps geholt vom Tommy Flügel? Nein, er hat mir vorhin schon angerufen, dass er herkommt, weil die spielfrei sind, weil jede Spielpause ist. Ob ich eine Karte für ihn habe, sondern natürlich. Und er kennt auch den Tommy gut, den Flügel gut. Und ich habe mir einen Spieler selber einmal gehabt und durch das ist er eigentlich gekommen, weil er gesagt hat, er will sich ein Spiel einmal anschauen. Weil er sich zufällig auch in Tommy der Woche getroffen hat und haben es plaudert und hat gesagt, er kommt vorbei. Es war rein zufällig, er hat keinen Spieler beobachtet, sondern er ist nur so vorbeigekommen, ein bisschen plaudern und das Match zuschauen. Und er hat auch gesagt, dass das Match für ein Regionalliga-Spiel sehr, sehr hohes Tempo drin war und ein gutes Spiel war.